This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Wertvollen Möbeln und mit den zahlreichen Trophäen einer langen Karriere. Denn angefangen hat Frank als Sänger mit einer eigenen Band und bekannt wurde er durch diesen Song, Rocky, einer Edelschnulze. Ich glaube, alles, was ich gemacht habe, zu dem stehe ich. Und es war mein Höhepunkt und mein Abschluss als Schlagersänger. Und dazu stehe ich heute noch. ...1976 gründete er Bonnie M., die weltweit über 55 Millionen Platten verkauften und damit zeitweise den Rekord der Beatles einstellten. Ohne dass es das Publikum anfangs merkte, war es auch hier Frank Faria, der da sang. Ich habe alle tiefe Stimmen bei Bonnie M. gesungen, aber die Stimmen von den Mädels waren echt von Liz und von Marcia. Der Erfolg von Bonnie M. war es denn auch, der den Frank zu einem reichen Mann werden ließ. Wenn man Flick und Quant, also wenn man mich damit vergleicht, dann bin ich sehr arm. Immerhin fährt er ein Traumauto, von dem nur 456 Stück je gebaut wurden. Einen BMW M1. Der kostete damals rund 120.000 Mark und ist heute etwa das Doppelte wert. Auf seinen Lorbeeren ruht er sich deshalb trotzdem nicht aus. Also mein Tagesablauf sieht aus, dass ich morgens um 8 Uhr, halb 9 aufstehe. Dann eine halbe Stunde schwimme. Dann mache ich eine halbe Stunde Frühstück. Und dann eine Stunde Büro, weil es ist wichtig, man muss auch aufs Geschäft achten. Und ab 12 Uhr geht es dann mit der Produktion los im Studio. Und da kann es vorkommen, dass es mal bis nachts 3 Uhr, 4 Uhr geht. Im Studio sitzt er zurzeit mit Rob und Fab, besser bekannt als Milli Vanilli, mit denen er sich gerade anschickt, wieder die Hitparaden der ganzen Welt zu erobern. Selbst für die beiden Weltenbummler ist Frank ein Phänomen. Das ist schwierig, weil in einem Satz kann man ihn eigentlich kaum beschreiben. Man kann nur sagen, das ist ein wahnsinniges Arbeitstier. Also der schläft noch hier im Studio 3 Stunden und ist dann wieder am Mischpult. So was habe ich noch nie erlebt. Und was mich total verblüfft, ist sein Ohr. Also, das Ohr ist absolut faszinierend, weil er jedes Detail hört. Und das ist wesentlich eines Musikers. Und Quincy Jones hat mal gesagt, wenn einer in Europa, dann ist es Frank Faria. Und ich schließe mich der Meinung an, nicht nur, weil ich bei ihm unter Vertrag bin, sondern weil ich mit vielen Produzenten schon zu tun gehabt habe und weil uns das, seine Arbeitsweise, fasziniert. Er lässt auch einem immer die Freiheit dann, gerade jetzt bei Milli Vanilli, noch selbst ein bisschen was zu machen. Was ist für einen solch erfolgreichen Menschen wie Frank Farian wichtig? Die goldenen Schallplatten scheinen es ja nicht zu sein, denn die lagern bei ihm in Pappkartons verpackt im Keller seines Studios. Ich glaube, das Wichtigste ist gesund zu bleiben und Spaß an der Arbeit zu haben.